Sehr gut. Ja, ne? Mir auch. Also sehr beeindruckt. Alles toll. Also ja. Die Bilder sind sehr schön. Die passen wirklich sehr, sehr gut. Also aus der Zeit, auch die Kostüme. Also man ist da mit drin, sozusagen, in der Zeit. Also dass es nicht so verfremdet ist, das gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr toll, unglaublich toll. Wunderbare Regie, super kurzweilig. Ich habe die Oper ein paar Mal gesehen und es ist echt super kurzweilig. Also es war eine total gelungene Inszenierung. Die Musik war super. Ein berauschender Abend. Ja, die Bühnenbilder haben einen richtig in die Zeit zurückversetzt. Mhm. Ja. Wir fanden es toll. Ja, wir sind noch geplättet, das war großartig. Ja, also man kann das gleich gar nicht so in Worte fassen nach der Aufführung. Das ist ein ergreifendes Stück. Ja. Und toll musiziert, toll gesungen, tolle Inszenierung. Also ein toller Abend. Glückwunsch an die Oper Leipzig. Ja, Glückwunsch. Ja, es geht mir sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Ich habe das Gefühl, es war eine sehr konzentrierte Atmosphäre zwischen Publikum und Stück. Und also Theater ist Kommunikation und ich hatte das Gefühl, man hat einander zugehört und das freut mich total. Wow, das war genial. So ein tolles Publikum und also mit diesem fantastischen Orchester hier in diesem Haus zu singen, das ist ein Traum, der für mich heute wahr geworden ist. Ja, es hat viel Spaß gemacht. So eine Lulu ist immer ein exzessives Erlebnis, also geistig enorm fordernd. Und von daher stehe ich noch so ganz unter dem Eindruck und bin froh, also wie das gelaufen ist. Nicht? Also Orchester sensationell gespielt, unsere tollen Solisten super gesungen. Also gerade bei jungen Leuten kam das Stück ja auch super an. Ne? Und das ist dann schon ein gutes Gefühl. Also die eigentliche Reflexion, die setzt dann morgen ein.